So, weiter geht's mit Stardew Valley. In der letzten Folge haben wir ja einiges gemacht. Wir haben ein paar Aufträge abgeschlossen und mit Abigail eine Runde gezockt. Emily hat erstmal auf passend 5 Herzen bekommen nach dem einen Auftrag, wo ich ihr die Georgia Cola einfach mal so schnurstracks aus dem Teich gefischt habe. Passt. Auf jeden Fall. Ja, und anscheinend werden wir in dieser Folge ein Event spielen. Und zwar nämlich das Luau-Fest. Cool. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Eine Brief. Dieses vermaledeite Sodbrennen, genauso wie in der letzten Folge. Hallo Bansola. Morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight dieser Veranstaltung. Ich weiß, dass er da steht. Ich sah, ich interpretiere da selber was. Egal. Nochmal neu. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschafts. Nochmal. Alle guten Dinge sind 3. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bring auf jeden Fall etwas dafür mit. Und bloß kein Müll, hörst du? Manche Jugendlichen schmeißen da irgendwelchen Abfall rein, dass der Gouverneur erstmal so richtig krass am Kotzen ist, wenn du verstehst, was ich meine. Keine Ahnung, wie oft wir schon den Krankenwagen rufen mussten. Aber nochmal zurück zum Brief. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Also sei bitte höflich und zuvorkommend. Komm so zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Dein Bürgermeister. Hast du dich eigentlich bereits um meine Unterhose gekümmert? Nö. Ja, ja, so ist das. Ja, in diese Gemeinschaftssuppe. Ah, das kann man, da kann man ganz viele Sachen rausbekommen, sage ich jetzt mal. So viele verschiedene Dialoge, je nachdem, was du halt reinschmeißt. Zum Beispiel jetzt nicht irgendwie was Besonderes oder so, wie zum Beispiel eine Pepperoni oder irgendwas, was du jetzt halt gesammelt hast, mal auf die Schnelle. Wenn du da jetzt zum Beispiel eine Melone reinschmeißt, dann soll die Suppe sehr gut sein. Ach ja, Pierre, der alte verkaufsgeiler Typ hier, der verhökert doch schon. Der hat doch da bestimmt wieder seinen Stand aufgebaut. Ich brauche unbedingt Geld, Alter. Der hat bestimmt dann ab dem Tag eine Sammelvogelscheuche in sein Inventar. Die müssen wir alle sammeln, damit wir die Deluxe-Vogelscheuche bekommen. Okay, ich gieße meine Pflanzen sicherheitshalber mal 2-mal. Nur um sicher zu gehen. Mal gucken, was gleich am schwarzen Brett hängt. So. Okay. Damit haben wir jetzt natürlich alle Pflanzen gegossen. Und dann würde ich mal sagen, ja, nochmal für den Tag nochmal in die Mine, würde ich sagen. Wäre, glaube ich, sogar eine ganz gute Idee. Aber ich nehme auf jeden Fall was zu spachteln mit. Moment mal, kann ich nicht den Müsli-Riegel herstellen? Eigentlich schon, ne? Ja. Den können wir sogar 18 Mal herstellen. Das machen wir auch mal. Apropos. Ne, Höhlenkarotte.
Also ein Bundle benötigt keine Karotte oder so. Also keine Höhlenkarotte. Das ist schon mal sehr gut. Also dann. Ab dafür. Ach ja, zum schwarzen Brett wollte ich ja gehen. Ach ja. Ich hab da was vergessen, stimmt. Menno. Wie gut, dass ich meine Hacke mitgenommen habe. Zack. Und wieder ein verlorenes Buch. Nice. Natürlich hängt nichts am schwarzen Brett und da ist Abigail. Hallo, Abby. Jeder ist morgen so gespannt auf das Luau. Ich bin vielleicht auch ein wenig nervös, weil der Gouverneur wird da sein und letztes Jahr haben wir den Gouverneur richtig mit, Scheiße verarscht. Also wir haben wirklich Hundehaufen in die Suppe reingeschmissen. Mein Vater war stocksauer. Das kann ich mir vorstellen. Warum erzählt sie mir das eigentlich? Bin ich schon ihr Best Buddy oder was? Also haben die schon Hundekot in die Suppe reingeschmissen, so wie sich das angehört hat. Ja. Hat ja Bürgermeister Lewis ja auch schon erwähnt gehabt, dass die Jugendlichen so ein paar Streiche spielen müssen. Ich kenne dich zwar nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Tut mir leid. Alter, dein Ernst? Ich hab dich in Schutz genommen, wo du in den Mülltonnen rumgewühlt hast. Was ist los mit dir? Oh cool, eine Weintraube. Meins. Dafür sack ich diese Weintrauben jetzt ein. Die kriegst du nicht, Linus. So. Wo sind wir stehen geblieben? 50, genau. Weiter geht's. In die frostigen Höhlen. Und da kommt so ein Geist. Oh Mann. Mann, diese Slimes, Alter, sind ja ätzend. Ja, komm her. Komm her. Fuck. Dauert aber ganz schön lange hier mit dem Schwert. Ja, jetzt werde ich natürlich wieder mit Schleim vollgerotzt. Mistvieh. Mach einen Abflug, Fledermaus. Ich sagte Abflug. Geht doch. Ah, da liegt eine Tasche mit Kohle rum. Nice, das ist meins. Yeah. Und weiter geht's. Oha. Ich hoffe, du hast was Gutes dabei, Geist. Cool. Und natürlich ein Jade gefunden. Nett.
Na, da kommt wieder so ein Spastigeist. Am besten Müsli-Riegel futtern, weil die Energy ist ganz schön unten. Am besten so viele verdrücken, bis der Balken wieder ran voll ist. Na, das reicht. So, 55. Nett. Die Mine ist ja schon fast zur Hälfte geschafft. Scheiß Slime. Ein bisschen Harz. Aua. Sau. Da ist Amethysterz. Warum geht ihr mir jetzt auf die Nerven? Erwischt. Komm. Trau dich. Angriff überstanden. Von wegen. Da ist noch so einer. Quarz. Haben wir schon mal Quarz gesammelt? Ja, haben wir schon. Und auch schon bei Günther abgegeben. Nope. Nope. Zack. Bis zur Ebene 60 werden wir auf jeden Fall das noch schaffen. Da bin ich zuversichtlich drauf. Sehr gut. Ah, noch mehr Quarz. Ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Können wir weitergehen. Den Bereich hier sollten wir uns auf jeden Fall genauer angucken. Hier gibt es noch was zu holen. Bis auf die Gegner hier. Mensch, du dämlicher Kackgeist. Hau ab. Na komm her. Na, geht doch. Alter, hier, das ganze Ding ist ja voll mit Gegner, Alter. Schlimm! Mensch. Eigentlich mal ein Abflug. Wir sollten uns auf jeden Fall mal ein bisschen beeilen, weil die Zeit. Es wird auch schon ein bisschen knapp jetzt, aber ein bisschen Eisenerz brauche ich ja wohl. Ja, natürlich, jetzt sind hier drei Stück am Start. Cool. Aber hier in den Raum ist noch was, was ich noch gerne mitnehmen möchte. Und das liegt nämlich da unten bei den beiden Slimes. Nein, das wirst du nicht. Das kassiere ich schön ein und ich verdrück mich jetzt. Cool. Diese bescheuerte Spirale hier auch noch. Mal gucken, ob wir es noch bis zur Mitte schaffen.
Weil der Loot, der da in der Mitte ist, den möchte ich schon gerne haben wollen. Scheiße. Natürlich spawnt dann eine Leiter direkt dann, wenn man sie nicht braucht. Oh. Den haben wir noch nicht gehabt, ne? Nee. Ein Aquamarin. Ich glaube, den brauchen wir sogar für das eine Bündel. Ah, nein, Fledermausattacke. Und da ist übrigens eine Leiter gespawnt. Komm, hier doch endlich mal. Nämlich das Slimevieh. Ja, jetzt werde ich natürlich erstmal massiv hier zerstört. Schnell einen Müsli-Riegel wegfuttern. Oh, es wird auf jeden Fall sehr knapp mit der Zeit. Mensch, verfatzt euch! Ihr penetranten Fledermäuse! Ja, das wird auf jeden Fall sehr knapp. Ich will den Loot haben. Ich will unbedingt den Loot haben. In der Mitte. Ja, natürlich ist hier alles mit Steinen und alles so zugeballert, ey. Mensch, jetzt haut doch mal ab. Ah, Glück. Eine Leiter ist hier sogar noch gespawnt. Das ist ein großer Magnetring. Haben wir den nicht schon? Wir haben nur diesen kleinen. Cool. Ein größerer Magnetring. Ein Knüppel. Ja, der macht natürlich mehr Damage, ne? Ich brauche was Schnelles. Ja, weg mit dem Zeug. Mensch, ihr vermaledeiten Viecher, ey. So, warte mal. Inventar ist ja jetzt blöderweise voll. Nee, schade, Marmelade. Ach, weißt du was? Weg mit den übrigen Stück Holz. Entermesser. Moment mal, hatten wir nicht hier schon letztens so ein Teil gefunden? Ach komm, Alter. Das ist jetzt wirklich weak. Also, ich meine, ich habe ja die Items auf Zufall eingestellt, ne? Die man hier bekommen kann. Aber das ist schon wieder richtig lächerlich. Erst dieses Piratensäbel und jetzt das Ding. Oh, das wird auf jeden Fall knapp. Na, kriegen wir den ersten Zusammenbruch? Oh, 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 oh. 40 Sekunden noch. Scheiße, lauf, 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 lauf. Renn, 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 renn. Los. Lauf. Verdammt. Oh, Alter. Oh, meine Fresse. Knappes Rennen. Cool. Gleich mal zwei Stufen angestiegen. Und jetzt beginnt das Luau. Luau. Entschuldigung. Ah, werden wir eh nicht heute machen in den Minen. Toll. Melonen sind nicht fertig. So ein Dreck. So, was haben wir sonst noch? Ich bin mir sicher, ein Aquamarin brauchen wir, ne? Yeah! Moment mal, haben wir denn jetzt eigentlich alle? Also diese Klunker? Warte mal, wir haben jetzt 2, 4, 5. Ich glaube, 5 brauchen wir sogar. Moment. Wo war das Bündel? Handwerksraum? Nee, hier schon mal gar nicht. Schmied, Schatzjäger. Yeah, das kriegen wir fertig. Ich glaube... Ah, verdammt, da fehlt uns Iridium. Und verfeinertes Quarz. Das können wir übrigens auch schon mal hier reinschmeißen. Das ist ja echt blöd, ey. Warte mal. Hat zum Beispiel eine Solar... Nein. Hat es nicht. Gut, gut. Weißt du was? Ich hole mal hier die Geoden raus, die wir haben. Und schmeißen die mal hier mit rein. So lange. So, das kommt alles hier rein. Aber weißt du was? Ich glaube, das wird nichts. Ich würde das gerne alles mitnehmen wollen und das dann bei der Abenteuergilde verschachern. Und ich habe natürlich jetzt vergessen, Geld zu machen. Ey, blöd. Oh nein.
Scheiße, ich sollte mich mal mehr darauf konzentrieren, was ich alles hier verscherbel oder so. Wir machen mal eingelegte Peperoni. Ja, egal. So dringend ist das jetzt auch nicht. Ja, warte mal. Ja, ich habe noch kein Silo. Da haut man schon Wachstumsdünger rauf. Auf die Sachen. Und dann wachsen die noch nicht mal schnell. Zumindest nicht so schnell genug, dass man... Also zumindest nicht schnell genug... Ach, fuck. Zumindest... Ach, ihr wisst, was ich meine. Die wachsen einfach nicht schnell genug durch. Die Sachen. An gewissen Tagen. Und die, ich sag euch ganz ehrlich, am nächsten Tag sind die Teile fertig. Ich muss das jetzt hier erstmal alles gießen. Oh, Alter. So. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links und rechts. Kurz kratzen. Links, rechts. So, jetzt nur noch dieses große Feld hier und dann ab zum Luau-Fest. Da werden wir auf jeden Fall mit jedem NPC mal quatschen. So wie beim Blumenfest, was ja total für ein Arsch war. Und fertig. So, dann nehmen wir noch mal was mit. Ich würde sagen, eine Weintraube tut's auf jeden Fall. Apropos Weintrauben, ne? Ich muss euch jetzt mal ganz ehrlich mal was sagen. Ich habe jetzt wirklich echt Heißhunger auf Weintrauben. Gerade auf die lilanen, ey. Oder die roten. Lilane vor allen Dingen. Auf die roten Weintrauben, Alter. Die schmecken am besten. Während die Grünen so ein bisschen säuerlich sind. Oh, was ist denn mit meiner Framerate jetzt los? Ich guck gerade kurz zum Bildschirm rüber. Das ist ja mal richtig am Stottern hier. Ich glaube, ich muss einmal OBS Studio mal neu starten. Einen Moment. So, PC brauchte mal einen Neustart. Tut mir echt sorry gerade. Sollte jetzt aber normal weitergehen. War ja klar, dass Pierre mit seinem Stand dort mal wieder ansteht. Vielleicht gestattet der Gouverneur mir eine Steuererleichterung, wenn ich mich mit ihm gut stelle. Ich frage mich, ob er Whisky mag. Schlau. Den Gouverneur abfüllen, damit du keine Steuern blechen musst. Auch nicht schlecht. Ich hätte jetzt echt gerne eine Frage, aber ich, aufgrund von gewissen Richtlinien, erspare ich mir das mal. Wenn der Bürgermeister jetzt noch aufhören würde, ihn den ganzen Nachmittag in Beschlag zu nehmen. Ah, was verkaufst du so? Oh, eine Sternfrucht hat er hier. Ja gut. Ich bin sehr spät aufgewacht. Hab das Haus verlassen und mich mitten in diesen Tumult wiedergefunden.
Ich habe vergessen, dass heute Luau ist. Wir sehen uns, mein Hübscher. Ja, yeah, du mich auch. Schmalzlocke. Ach ja, mir, wie geht es denn mit dem Hof voran? Muss ja eine anstrengende Jahreszeit für dich sein. Ah, der Marlon. Ich werde bei den Bäumen hier bleiben. Die Luft ist viel kühler. Hey, Bro, schon den Gouverneur gesehen? Ach ja, der Gouverneur. Der Typ, der juckt mich echt einen Scheißdreck. Man sieht sich, Bro. Wir halten dieses Fest jedes Jahr, um dem Gouverneur einen Geschmack von allen zu geben, was dieses Tal zu bieten hat. Bis auf die Male von den letzten Jahren. Da haben ein paar Jugendliche Müll und so alles reingeschmissen. Okay. Linus, was machst du da? Hi, ja. Da kriegt man ja schon Hunger. Ein langsames, durchgängiges Drehen ist der Schlüssel für das perfekte Rösten. Wie bist du jetzt an so ein Hammerteil rangekommen, Alter? Keine Ahnung. Erzähl's nicht, Gas, aber... Ja, vergiss es. Ja, ja. Was auch immer Linus gerade röstet, es riecht furchtbar gut. Oh, gut, dass ich die Sonnencreme mitgebracht habe. Hast du auch welche mitgebracht? So ein Sonnenbrand kann ganz schnell hässlich enden. Ich frage mich, ob Maru auch ein wenig Sonnencreme auf ihren Schultern gebrauchen könnte. Massiere sie doch damit ein. Ich hoffe, die Suppe dieses Jahr ist gut. Abwarten, wenn nicht wieder die Jugendlichen, eure sogenannten Jugendlichen das machen. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Müll reinkippen und so. Clint, mein Bester. Ja, ich habe ganz schön viel gegessen. Aber was kann man außer Essen sonst noch tun? Außer an Emily zu denken, die du mir vor der Nase wegschnappst. Was? Ja, ja. Einmal hat Sam ein halbes Kilo Sardellen in die Überraschungssuppe geworfen. Und das hat furchtbar geschmeckt danach. Hast du dich nie gefragt, warum Sam die meisten gemeinnützigen Arbeitsstunden in dieser Stadt hinter sich hat? Bei seinen Aktionen? Den Gouverneur hat er ja schon oft ins Krankenhaus verfrachtet. Also da muss er sich nie wundern. Hoffentlich hält er jetzt endlich mal die Füße still. Ja, ja. Ach, es ist so anstrengend, mit anderen zu reden. Ich beobachte lieber das Meer. Woher kenne ich das? Ah, der gute Willi. Ja, Hallöchen, Bansola. Was machst du? Hause? Das hört sich gut an. Um ehrlich zu sein, ich wäre gerade lieber am Fischen. Nur dann wirf doch deine Angel raus, merkt doch keiner. Ist doch dein Reich hier, oder nicht? Der Zauberer. Ihn hier mal zu sehen? Krass. Die Meermenschen sind an euren Festen interessiert. Sie werden ziemlich sauer, wenn ihr den Müll in den Ozean werft. Und es kommt nicht so gut. So, was hat Haley zu sagen? Ich würde gerne tanzen, aber ich habe keine Lust zu schwitzen. Das macht mich immer so unattraktiv. Meine Haare werden immer ganz fettig und ich habe mir die heute Morgen erst gemacht. Alles für diesen geilen Typen Alex. Ah ja. Ah, perfektes Wetter für eine Strandparty, nicht Pharma-Typ? Ja, man sieht sich, ne? Emily voll am Abdancen. Au, du bist auf meinen Fuß gestiegen, Schatz.
Ja, das ist ermüdend, Liebling. Aber bist du bald bereit, das Buffet aufzusuchen? Alter, macht das mich müde, ey. Wahnsinn, bei der Hitze zu tanzen. Na, der alte Opa. Oh, diese Musik ist viel zu laut. Wieso legen sie nicht so alte, solche alten Stücke rein? Zu meiner Zeit war die Musik viel, viel besser als dieser heutige Krach. Mensch, was ist los mit euch? Hört mal richtige Musik. Kann man hier nicht mal ein bisschen wenig Ruhe haben? Nicht mal wenig Ruhe kann man hier haben. Will doch noch Frieden. Mann, kann ja wohl nicht sein. Will ich am Ozean entspannen? Ja, das glaube ich dir. Ach ja, der Geruch des Ozeans trägt mit mich Jahre zurück, lange bevor du geboren wurdest. Ah, okay. Oh, Alter, diese Stimme, ey. Boah. Ey, wow, Mann, ey. In der Stadt bekommst du nirgendwo ein Pepperoni. Chutney wie dieses hier. Ah, Gus, was hast du gemacht? Diese lästigen Sandfliegen landen dauernd auf meinem Essen. Ach ja, ich werde frisches... Auf die Zunge gebissen. Ich werde frisches Gemüse aus meinem Garten in den Suppentopf geben. Schön. So. Ja, hallo, Banzola. Wenn du was für die Suppe mitgebracht hast, nimm die Treppe auf der anderen Seite und wirf es einfach hinein. Aber bitte lass den Müll draußen. Ja, ab dafür. So, mit wem haben wir noch nicht gequatscht? Ach ja, hier, Pam. Ein kostenloses Buffet, mein Junge. Einer der Vorteile daran, hier zu leben, mein Junge. Genieß es, solange du kannst. Ich bin jedes Jahr hier und schlag mir ordentlich die Wampe voll. Boah. Alter. Ein Moment kurz, geht gleich weiter. Muss ich auch nochmal nachfetten hier. So, wo war ich? Ach ja. Ja, aber versuch mir ja nichts von meinem Buffet zu klauen, mein Junge. Wir verstehen uns, ne? Ja. Tja, was für ein entzückender Anlass. Es ist immer eine Freude, das Sterntautal zu besuchen. Auch nach den, nach den einigen Unfällen, die ich hatte mit, ja, ich hab davon gehört. Ich muss mit meiner Gattin reden, ob wir hier ein Ferienhaus erwerben sollten. Ja, okay. Mach dich zurecht. Der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht ein wenig hungrig aus. Er kommt ja auch jedes Jahr hierher, um gratis was abzuzwacken hier. Mensch, wo sind wir gelandet? Klar, lass uns anfangen. Bin mal gespannt. Ich hätte jetzt auch Bock auf so eine schöne Suppe, ne? Gerade Kürbiscremesuppe, Alter. Mega. Oder Kartoffelcreme. Auch sehr lecker. Oder beides. Auf einen Teller. Entschuldigung. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Nicht so wie letztes Jahr, vorletztes Jahr und einige Jahre davor, wo... ein gewisser junger Mann hier mal so ein bisschen Müll reingeschmissen hat. Wir wollen ja nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut, nicht wahr? Obwohl er jedes Mal hier nur gratis zum Futtern kommt. Naja, egal. Also, Herr Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren?
Ja, natürlich. Ich habe mich schon das ganze Jahr drauf gefreut. Oh. Also. Viel kann ich nicht dazu sagen. Die Suppe ist sehr gewöhnlich. Alter, ernsthaft? Oh Mann. Lief nicht so gut. Ja, er hat recht. Nicht schlecht, aber sonst nichts Besonderes. Ach Leute, was ist los mit euch? Geht das schon wieder los? Was denn? Ah Mann, ey, hat schon wieder jemand Müll reingeschmissen oder was? So, wer will sonst noch etwas von der Suppe? Die muss ja auch irgendwie schließlich gegessen werden, nicht wahr? Die Suppe war zwar nicht beeindruckend, aber ansonsten war das Luau ein voller Erfolg. Zeit nach Hause zu gehen. Ja, und das war's auch mal wieder mit einer weiteren Folge Stardew Valley. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch mit einem Daumen nach oben wissen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, den Channel abonnieren. Für weitere Videos findet ihr auf meinem Kanal. Habe ich einige Playlisten ja auf meinem Kanal jetzt strukturiert, in Anführungsstrichen, aufgestellt. Könnt ihr mal vorbeischauen. Würde mich freuen, wenn ihr da auch nochmal, wie gesagt, vorbeischaut. Ich wiederhole mich, ich weiß. Und dann würde ich sagen, bis hierhin. Tschö mit Ö.